Jahren unter uns lebende Dämonen bereiten sich vor auf die Rückkehr ihres verehrten Führers Asmodeus. Ein Gegenstand stellt den Schlüssel zur Macht der Grigori und zur Freilassung von Asmodeus dar. Ein uraltes Buch. Der Kodex. Willkommen zur 9354. Auflage des ewigen Kampfes von Gut gegen Böse. In dem Action-Adventure Shadowman Second Coming machen fiese Erzdämonen Jagd auf das eingangs erwähnte Buch. Doch das fällt im Laufe des Spiels Mike Leroy und seinem Pendant Shadowman in die Hände. Das ungleiche Paar kann damit das Tor zur Hölle öffnen und den Teufel zur Strecke bringen. Ganz klar, dass das Satans Jüngern gar nicht schmeckt. Zunächst treten sie in Louisiana abwechselnd mit beiden Charakteren gegen den Erzdämonen Papa Morte und dessen Schergen an und werden dabei von der Voodoo-Priesterin Nettie unterstützt. Ich schätze, wir müssen dem Typ ein paar Knaller in den Hintern schieben. Mike und Shadowman greifen im Kampf unter anderem auf Voodoo-Zauber und zahlreiche Schusswaffen wie die Sniper-Rifle zurück. Mit dem Gewehr können sie nicht nur ihre Gegner, sondern auch Fässer um einige Löcher bereichern. Diese versperren meist sogar versteckte Abschnitte. Ansonsten verteilen sie die Bleisalven beidhändig und dank des automatischen Zielsystems äußerst präzise. Scheiße, keine Munition. Oh nein, nicht mehr schlagen, ihr bösen, bösen Männer. Bitte schlagt mich nicht mehr. Ich bin brav, ich sag euch alles, was ihr wollt. Der Präsident ist ein Idiot, die Königin von Endert hat Warzen im Genitalbereich. Meine Mutter... Ein weiterer Freund der beiden Protagonisten ist der Zwerg Yonti, den sie zunächst ziemlich verwirrt vorfinden. Um das Voodoo-Zeichen auf seiner Stirn und den damit verbundenen Zauber aufzuheben, benötigt Nettie 10 Vogelschädel. Wieder mit Netties Make-up gespielt? Was? Oh, das Symbol auf meiner Birne. Tja, nun, dazu kann ich nur sagen, dass es zum Verrücktwerden juckt. Obgleich sich diese Aufgabe als relativ komplex erweist, besteht das Action-Adventure größtenteils aus gewöhnlichen und äußerst simplen Schalterrätseln. Darüber hinaus müssen sie zum erfolgreichen Bestehen der einzelnen Level alle versteckten Siegel finden. Einen Überblick über einige Rätsel und die versteckten Waffen des ersten Abschnitts geben wir im Tipps- und Tricks-Teil dieser DVD. Ähnlich wie sich das Gameplay durch den permanenten Wechsel zwischen den beiden ungleichen Hauptcharakteren ändert, gestaltet sich auch das Spielen des Acclaim-Titels als Wechselbad der Eindrücke. Tollen Licht- und Wettereffekten stehen die manchmal recht hölzernen Animationen der Helden gegenüber. Der spannenden Story und der erstklassigen Synchronisation folgen eintönige Rätselpassagen. Am meisten ärgern aber die oft unfairen Duelle, bei denen sie trotz ausgeklügelter Taktiken meist den kürzeren ziehen. Dank ihrer Unsterblichkeit nehmen sie den Kampf nach sekundenlanger Rennerei aber wieder an derselben Stelle auf, bis sie schließlich als Sieger vom Platz gehen. Das Spiel ist aus, du hässlicher Schweinehund. Shadowman Second Coming ist trotz diverser Mängel ein interessanter Titel, der vor allem von der düsteren Atmosphäre und dem reizvollen Charakterwechsel lebt. Und wann hat man sonst schon mal die Möglichkeit, der PS2 den Teufel auszutreiben? Denk darüber nach, Shadowman. Okay, ich hab darüber nachgedacht. Was jetzt? Jetzt, Shadowman, wirst du ohne weitere Umstände sterben.